So, jetzt ist er nämlich wieder viereckig, beziehungsweise nicht irgendwie erhöht. Dann gehe ich quasi hin und stecke unter jede Windel, also ich fange ganz unten an, stecke ich einen Windelbeutel und noch einen Windelbeutel, sodass ich quasi immer, wenn ich eine Windel rausnehme, automatisch im Normalfall den Windelbeutel mitgreife. So ist zumindest der Plan. Hat bis jetzt auch immer funktioniert. Und das guckt tatsächlich jeden Tag gleich aus. Das ist jeden Tag das, was ich quasi nach der Arbeit mache. Ist meinen Rucksack ausräumen und gleich das Windel-Etui wieder neu befüllen und zurück in den Rucksack. So. Es hat sich da ja extrem nicht viel verändert. Jetzt kommen noch die Feuchttücher. Ich gucke immer, dass ich ein angefangenes Paket mitnehme, wo auch ein paar Stück schon fehlen, weil sonst wird es echt knapp oder so. Und dann wird das ganze Ding quasi zugemacht. Also ihr seht schon, das ist jetzt schon so ein richtiges Paket, weil das Feuchttücherpaket einfach ein bisschen dick ist, noch dafür. Aber das nimmt in den nächsten Tagen bestimmt ab, denn ich brauche tatsächlich zwischendurch ein bisschen mehr Feuchttücher. Aber das würde ich sagen, erkläre ich euch nach dem Akkuwechsel, denn mein Akku sagt mir, er ist leer. Und das wäre schlecht, deswegen bis gleich. So, ich habe ja gerade gesagt, ich brauche jetzt mittlerweile ein paar mehr Feuchttücher. Kann ich auch tatsächlich so sagen, ich habe im Moment auch wieder mit dem Thema Wundsein zu kämpfen. Ich bin dann auf eine andere Creme umgestiegen. Ich nehme die natürlich mit. Ich habe aber in der Arbeitstasche die Bübchen Wundschutzcreme, aber ich nehme noch meine Weleda Calendula mit. Wirksamer Schutz vom Wundsein im Windelbereich. Die benutze ich tatsächlich mittlerweile, wenn ich nicht mehr wund bin. Dann ist es wirklich so, nicht mehr nur Windel ab, frische Windel um, sondern es ist wirklich Windel ab, sauber machen, frisch eincremen, Windel um. Also ich passe da mittlerweile richtig, richtig auf, weil dieses ständige Wundsein und alles, das ist einfach nicht mehr so mein Fall. Ich brauche das nicht, es tut einfach teilweise wirklich höllisch weh. Und ich glaube, jeder, wo von euch schon mal offene Stellen gehabt hat oder so im Windelbereich, kann sich vorstellen, dass das echt höllische Schmerzen sein können. Die geht tatsächlich noch mit. So, wie gesagt, da ich mich natürlich im Moment mit dem Wundsein wieder mal, ist natürlich auch jedes Mal Windelwechsel, ist natürlich gleichzeitig auch im Windelbereich sauber machen. So, natürlich, wie soll es anders sein? Geht ein Halstuch mit, es geht tatsächlich nur eins mit. Vielleicht nehme ich auch noch ein zweites dünnes mit. Das ist wieder dickes, wo ich anhabe. Das dünne ist bloß aktuell in der Wäsche. Natürlich ziehe ich morgen auf der Fahrt Arbeitsklamotten an. Die sind auch schon hergerichtet. Ist eigentlich nichts anderes wie Arbeitsschuhe und so weiter. Was jetzt hier morgen noch rein muss, beziehungsweise heute Abend, sind meine normalen Straßenschuhe. Weil ich möchte nicht unbedingt mit Stahlkappenschuhen zum Essen gehen. Und was da auf jeden Fall noch rein muss, ist mein Duschgel. Genau, das Duschgel muss mit und sonst eigentlich der Laptop. Der Laptop und Kopfhörer, ihr werdet jetzt so die nächsten 3 Tage erleben. Heißt nicht, ich nehme euch mit auf die Arbeit oder so, sondern ich nehme euch mit ins Hotelzimmer. Vielleicht gehe ich auch abends noch spazieren, nehme euch mit. Viel Spaß im Hotelzimmer, wir sehen uns dann da wieder. Servus und herzlich willkommen hier auf dem Channel Flo, der YouTuber. Ihr merkt vielleicht, das halt ein bisschen, ist so ein bisschen das Problem, aber ihr seht, ich bin im Hotelzimmer richtig nice hier. Also, jetzt mal abgesehen von der Mega-Glotze, also die ist halt mal ein Stückchen größer als meine daheim. Richtig geil gemachtes Bett. Ja, also wird auf jeden Fall richtig, richtig mega nice. Ich habe jetzt noch einen zeitlichen Stress, weil ich gehe jetzt dann mit meinen Kollegen was essen und ich würde sagen, Leute, ich melde mich einfach danach nochmal und erzähle euch einfach ein bisschen was. Deswegen, ich gehe jetzt duschen und dann gehe ich essen und dann melde ich mich nochmal. Ja, hier bin ich tatsächlich wieder nach dem Pizzaessen. Ich hoffe auch immer noch, dass das mit dem Ton echt klappt oder so. Ja, also Pizzaessen richtig geil. Steinofenpizza, Salami hat gekostet 6,80 € und 2 Cola dazu. Okay, Cola mit der Krankheit ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist auch wieder mal typisch ich.
Ja, aber es ist eine tolle Überleitung, denn ich werde jetzt hier an Tag 1 meiner Montage oder bei der ersten Übernachtung, werde ich mal so grob eingehen, wie ich das jetzt nachher mache. Ihr seht hier hinter mir das Bett, da liegt auch schon die Decke von Taylor. Ich habe zwar Taylor nicht mit, aber ich brauche irgendwas, was mich an ihn erinnert, dass ich einschlafen kann, und deswegen habe ich seine Decke mit. Ja, ich habe auch schon die Bettanlage hergerichtet und alles. Ja, werde ich jetzt dann auf jeden Fall aufs Bett legen, werde mich dann, also das sind nachdem ich Videos geschnitten habe, weil vor der Kamera steht quasi mein Laptop. Ja, Windelentsorgung funktioniert im Normalfall während der normalen Arbeit, wenn ich abends heimkomme, sodass ich quasi die benutzten Windeln in meine Windelbeutel packe und dann daheim quasi in den Windelsack schmeiße. Hier wird es wie folgt funktionieren. Auf der Montage landen die Windeln im Rucksack in den Windelbeutel, und die landen dann am Ende hier im Hotelzimmer im Mülleimer im Bad. Ich hänge einfach morgen auch mal das Schild raus, bitte Zimmer aufräumen, um einfach mal zu gucken, sind sie so neugierig und fragen nach oder sind sie nicht so neugierig. Also das wird sich zeigen. Ja, wie gesagt, ich kann auf jeden Fall nur sagen, es wird auf jeden Fall mega cool. Ich war jetzt seit über 10 Jahren in keinem Hotel mehr und es fühlt sich echt so ein bisschen komisch an oder so. Also ich weiß nicht, wie die meisten YouTuber das machen können, dass sie mal eben in das Hotel und dann da und da und die. Ich sage aber so jetzt allein nur von der Natur, was ich jetzt hier sehe, Bombe. Also richtig Bombe. Mir tut das irgendwie im Herzen weh, dass ich arbeiten muss. Ich würde mir die Gegend echt gern genauer angucken. Wir haben jetzt übrigens Montag halb 10 tatsächlich schon. Ich war jetzt mit einem Kollegen noch ein bisschen beim Pizzaessen gegessen. Danach, nach dem Essen. Ja, ich habe mir auch einen leichten Sonnenanzug gezogen. Man sieht ihn vielleicht nicht, aber ja, zumindest nicht bei der Beleuchtung hier. Hier unten ist alles rot. Tut auch echt höllisch weh oder so. Ja, dann waren wir heute so ein bisschen beim Sonnenstich gelandet, weil keine Cappy ja, wir waren halt mal nicht so hoch, aber es hat trotzdem gereicht, dass ich einen Sonnenstich definitiv davon getragen habe, weil ich zu lange in der Sonne stand. Ja, der restliche Abend läuft jetzt bei mir wie folgt ab. Ich werde zwei Videos schneiden. Ob ich tatsächlich Taylors Video schneiden kann, weiß ich nicht. Wenn ich merke, es geht einfach nicht. Weil es ist einfach so, bin jetzt jeden Abend und das 14 Wochen lang bei mir gehabt, und jetzt ist nur der Punkt, wo ich mir sage, es fehlt irgendjemand. Also ich weiß definitiv eins, wenn ich hier nochmal Urlaub machen sollte, dann mit Taylor. Dann ist Taylor einfach definitiv mit dabei. Was dann die Leute denken, ist mir relativ egal. Aber ich möchte einmal Urlaub mit Taylor machen. Ja. Ihr merkt, ich schweife vom Thema ab, und ich merke auch, dass desto mehr ich über Taylor nachdenke und rede, dass es mir da nicht gut geht dabei. Deswegen würde ich sagen, ich mache mich jetzt an den Schnitt. Wie gesagt, ich hoffe, dass das hier vom Ton her passt. Ich versuche mal möglichst, um die Tonqualität im Schnitt zu verbessern. Wie gesagt, wenn dann nicht böse nehmen, es halt hier dann doch etwas. Ist halt einfach so. Ja. Ich würde sagen, mehr erfahrt ihr eventuell morgen in der Früh, wenn ich wieder aufstehe. Oder ihr erfahrt es morgen Abend, wenn ich dann wieder hier bin. Das kommt darauf an, wann ich hier tatsächlich morgen aufstehe. Wir haben zwar feste Anfangszeit, aber ich sag mal, wenn ich in der Früh sage, ich bleibe mal eine halbe Stunde länger liegen, dann ist das so. Ja, also wird auf jeden Fall cool. Wie gesagt, ich bin auch echt gespannt, was sie dann tatsächlich sagen oder so. Wird witzig. Aber wir lassen uns überraschen. Ich bin auf jeden Fall für heute raus. Wir haben insgesamt 2 Nächte hier vor uns, und das ist jetzt die erste. Ich bin gespannt, wie ich schlafen kann. Also, dann bin ich raus. Ihr seht jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen. So, also. Die erste Nacht überstanden. Schlafen konnte ich so ein bisschen suboptimal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut geschlafen habe, aber ich habe ein bisschen geschlafen.
Ja, also es hat alles funktioniert. Ich sag mal, so wie es ist. Die Windel ist dicht gehalten, also es ist nichts ausgelaufen oder so. Hat echt gut funktioniert. Jetzt habe ich noch circa eine Dreiviertelstunde. Da muss ich beim Kollegen drüben im Zimmer klopfen und dann gehen wir frühstücken. Ja, und dann geht es eigentlich schon wieder auf Montage oder auf Baustelle. Ja, das heißt, jetzt auf jeden Fall haben wir schon eine rauchen. Jetzt quasi dann wickeln, die Windeln für die Arbeit einpacken und dann geht es als Umziehen und dann geht's los. Ich wünsche euch auf jeden Fall oder dir, je nachdem, wann du das Video guckst, noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns dann nach dem Feierabend wieder, kurz bevor wir dann quasi essen gehen. Ja, ihr seht, ich bin von der Arbeit zurück. Ich war auch schon duschen. Und ich kam hier rein und habe eine Nachricht gefunden. Sehr geehrter Gast, bitte melden Sie sich kurz bei uns an der Rezeption. Hat mich aber nicht betroffen. Also es ging nicht wegen den Windeln oder wegen was auch immer. Es ging was wegen Zimmer falsch gebucht gestern Abend. Aber ist ja relativ egal. Mülleimer anstandslos sauber. Bett richtig geil wieder gemacht. Cool. Und das Ganze anstandslos. Also ich hätte jetzt eher gedacht, so, ja, wie soll man sagen, Monteur, keine Kinder dabei, trotzdem Windeln, hä? Aber keine Fragen, kein gar nichts. Und ihr seht, Leute, ich habe wieder meinen dezenten Sonnenbrand. Das tut auch echt höllisch weh. Ich gehe zum Kollegen Nudeln essen. Da, wo wir gestern waren, bloß heute gibt es keine Pizza, sondern Nudeln. Und damit würde ich sagen, Leute, ich melde mich nach dem Essen. Denn ich muss nach dem Essen unbedingt Videos schneiden. Unbedingt, ich habe echt lange nichts gemacht. Aber bevor ich jetzt irgendwas mache, würde ich sagen, gebe ich euch einfach mal ein paar geile B-Roll-Aufnahmen, soweit wie es geht, freihand, von dem Hotelzimmer. Und ich sage einfach nur noch, let's go.